Hallihallo, es ist für mich mal wieder an der Zeit, ein bisschen Geld zu verstaffen. Und zwar wollte ich so ein bisschen, was ich jetzt bis zur Monatsmitte erstmal angesammelt hat, in meine Challenges und Sparspiele stecken. Und ja, wollte das ganz gerne einfach mit euch zusammen machen. Und zwar hier haben wir die Happy New Year Challenge oder beziehungsweise Happy New Year Sparspiel. Und das habe ich ja gerade gestern in der Post gehabt von der lieben Annabelle. Und ja, wollte das ganz gern direkt mal einweihen, weil Silvester ist ja nicht mehr so lange hin. Mal den Trecker, dann die Kärtchen. Und da sind wir da unten noch direkt auf dem Brett. Und dann würfeln wir einmal, zack, eine 5. Eine 5. So. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Wer zählen kann, ist klar ein Vorteil. So, was haben wir hier? 2. Genau. Und dann sind das 2 Euro. Und dann sind wir dabei. Süßen, gemütlichen 2 Euro. Zack. So, dann mein Pot of Gold. Den wollte ich jetzt noch nicht einweihen. Der kommt dann erst im neuen Jahr dran. Aber mein Carlo und Milli. Den würde ich ganz gern wenigstens noch ein, zwei Mal spielen. Den hatte ich mir ja vor, ich weiß nicht, letzte Woche irgendwann entworfen. Und genau, den wollte ich ganz gern auf jeden Fall nochmal einweihen. So, da haben wir eine 4. Zack. Und 1, 2, 3, 4. Und da kommen wir direkt unten auf den kleinen Wichtel. Du triffst Wilma Wichtel. Sie zeigt dir den weiteren Weg und gibt dir eine Zuckerstange und 5 Euro für den weiteren Weg. Okay, 5 Euro. Da packen wir dann also 5 Euro rein. Zack. Und dann haben wir hier den Weihnachtsdieb. Der ist ja von Susan von Gemeinsam Sparen. Zack, die 3. Da habe ich mir diese kleine, kleine süße Schneeflocke auf den Magneten aufs, quasi auf den kleinen Spielstein geklebt. Dass quasi so die Schneeflocke hier lang wandert. Fand ich ganz niedlich, weil die Schneeflocke hatte sie ja mitgeschickt. So, egal, 3. So. Zurück. 1, 2 und 3. Dann kommen wir auf den kleinen Kerl da mit dem Weihnachtsbaum. Und das sagt uns, jetzt ist mir erstmal der Würfel abgeschmiert. Das sagt uns, Kunibert ist Bertis älterer Bruder. Er verteilt im ganzen Dorf Tannenbäume. Male einen schönen Tannenbaum, dann bekommst du 2 Euro. Male einen schönen Tannenbaum, dann bekommst du 2 Euro. Ich habe schon so viele Tannenbäume gemalt. Ich denke mal, die 2 Euro gebe ich mir so. Ich zeige euch gleich einen selbstgemalten Tannenbaum. Das ist nicht heiß, ich mogel mich hier durch. So, was war das? 2 Euro. Oh mein Gott, das ist ja. Na gut. Wir machen erstmal einmal komplett durch hier. Just for fun. 18.12.22 plus 2, zack, 2. So, und 2 Euro. Packen wir auch noch rein. So, jetzt schnappe ich mir gleich noch schnell mein iPad und zeige euch einen selbstgemalten Tannenbaum, weil. Ja, und wie gesagt, wir mogeln uns ja nicht einfach so durch, ne? So, das habe ich nämlich gerade heute
Vormittag gemalt. Und ja, es sind ja Tannenbäume, ne? Wenn man so will. Ja, ja doch, klar. Zählt also, ne? So, Tannenbaum, weiter geht's. Und zwar, Dice on Ice haben wir auch noch. Ich habe das Gefühl, da ich jetzt wirklich erst angefangen, dass die ganzen schönen Winterspiele gar nicht mehr so zum Zuge kommen, wie sie kommen sollen. Aber ja, ich werde auf jeden Fall noch im Januar und im Februar weiterspielen, bis dann wirklich der Frühling kommt. So, dann würfeln wir hier auch eine 2. Hier habe ich mir übrigens auch die kleine Schneeflocke auf den Spielstein geklebt. So, wo ist hier der Start? Da ist der Start. 1, 2. Dann sind wir auf dem süßen Schneemann. Und da heißt es, Paul begegnet einem Schneemann. Als Knöpfe hat er 2 50-Cent-Münzen. Soll Paul sie mitnehmen oder dran lassen? 2 50-Cent-Stücke. Da lohnt sich ja gar nicht. Ach komm, die nehmen wir mit. Dann haben wir 1 Euro. Und dann würfeln wir direkt nochmal. Muss sich ja lohnen. Nochmal eine 2. Gut, spare 4 Euro. Also haben wir 5 Euro. Perfekt, passt super. Muss sich ja wenigstens ein bisschen lohnen hier. Für 1 Euro lohnt sich ja nicht mehr, der Umschlag aufzumachen. Zack. Und. Nein, komm schon, Paula. Zack, weiter geht's. Mein Merry Grinchmas, da habe ich heute gerade schon 5 Euro reingepackt. Ich überlege gerade. Dann machen wir jetzt nicht direkt nochmal. Wie gesagt, das könnt ihr euch ja gerne noch runterladen. Hatte ich mir gerade gestern erstellt, diese kleine Challenge. Einfach weil wir gerade wieder den Grinch geguckt haben. Und wir lieben ja den Grinch zu Weihnachten. Besonders die Disney-Version, die ist einfach so süß. genau, und dann war mir dann auch ein Grinch zu malen. Dachte ich, ey komm, machst du dir eine lustige Einlage draus, irgendein Budget-Sheet und dazu eine Challenge oder irgendwas. Und da ist dann diese Challenge bei rausgekommen. Also wie gesagt, könnt ihr euch gerne runterladen. In meiner Bio findet ihr den Link zu dieser Datei, wenn ihr mögt. Und weiter geht's. Finanzielles Polster, genau, das hatte ich mir jetzt auch erstellt. Da wollen wir jetzt direkt auch bei 0 anfangen. Die Challenge. Und zwar haben wir hier so eine kleine Süße, die auf ganz vielen Matratzen liegt. Finanzielles Polster. Mit einem finanziellen Polster schläft es sich ruhiger. Male die Matratzen und Decken aus und spare 2 Euro pro Ebene. So, passendes Budget-Sheet dazu. Und da würde ich jetzt einfach mal, ich sag mal, ich guck mal, was passt denn hier zu Kleingeld. 2, 4, 6. Ja, machen wir mal 3 Ebenen hier. So, wenn ich meine Stifte finde, kann ich es auch ausmalen. So, 3 Polster und dann gehen 6 Euro in diese Challenge. Zack. So, dann meine Mondphasen. Das habe ich mir auch gerade neu erstellt, eigentlich fürs neue Jahr. Und da muss ich jetzt erstmal gerade gucken, wo wir sind. Genau, im letzten Viertel, im abnehmenden Sichelmond. Ergo können wir da auch einmal schon anfangen. Und da wollte ich ja immer ganz gern die einzelnen Mondphasen komplett voll machen. Also wirklich nicht skippen, sondern kontinuierlich diese Challenge füllen. Zack. So, dann fangen wir hier oben an quasi. Ich überlege gerade, ob ich ein Gelb nehmen soll. Und nehmen wir ein Gelb, so ein bisschen rausstechen hier. So, abnehmender Sichelmond. Zack.
für den Beginn. Und dann haben wir, oh mein Gott, 1 Euro. Das ist ja, ja gut, hey komm, Kleinvieh macht auch Mist. Irgendwo müssen wir ja anfangen, nicht? Und das läppert sich ja mit der Zeit dann. Also haben wir hier den 18.12.22 plus einen süßen kleinen Euro, Summe 1 Euro. Zack. Zack. Somit hätten wir dann die Mondphasen sparen mit den Mondphasen auch eingeweiht. 21 Euro Winterschlaf-Challenge. Genauso. Auch gerade fertig geworden. Wird auch eingeweiht. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, da würde ich ganz gerne ein bisschen was mehr ausmalen. Ich denke mal, da würde ich jetzt ganz gerne mal 15 Euro reinpacken. So, und da können wir dann quasi, machen wir mal 2, 4, 6, machen wir 16. Dann werde ich das Kleingeld hier in meiner Kiste ein bisschen los. 12, 14 und 16, weil dann können wir auch 3 kleine Haselnüsse ausmalen. So, 2, 4, 6, 3 kleine Haselnüsse. 1, 2 und 3. Mal so ein bisschen Wasser, zack. Und dann noch 2 Walnüsse. Dann haben wir da die 16 Euro. Zack. In die Winterschlaf Challenge. So, was haben wir hier dann noch? Die 5-Euro-Challenge, die ich gerade bekommen habe, in dem Wichtel, Adventswichtel-Paket von Annabelle. Ein 5er und ein 10er. Mal gucken, wo war noch, was ich noch machen möchte. Ach, nehmen wir die gleich. Einmal die 5-Euro-Challenge. Da muss ich mir jetzt erstmal einen Folienstift suchen. Zack, 5. Dann kommen die hier rein. Zack, dann geht's gleich weiter mit der 10 Euro Challenge. Dann fangen wir mal hier an. So. 10 gehen dann hier rein. So, dann haben wir, was haben wir hier noch? Einmal den Silbergräben von Susan. Da hatte ich schon angefangen mit 15 Euro. Also, was habe ich jetzt hier noch rumliegen? Ein 10er und ein bisschen Klimpergeld. Eine Sparschweinchen-Challenge. Die 52-Wochen-Los-Challenge würde ich ganz gern erst im Januar anfangen. Mit der ersten Januarwoche. Denn, ach komm, lass uns hier einmal rubbeln. Dann machen wir das so.
Zack. Nehmen wir mal. Das sieht so ein bisschen leicht der Untergrund. Oh, nehmen wir mal die 20 Euro. Na, da haben wir jetzt aber ein Problem. Weil ich das in meinem Krimskrams-Töpfchen hier, glaube ich, gerade gar nicht drin habe. Festes Budget hier, dann erst zum Monatsende. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel wir hier noch drin haben. 20 Euro, ich habe sowas befürchtet. 20 Euro, wir gucken mal. Wir haben 10. Wir haben 2, 4, 6, 7, 8. Oh, könnte klappen. 9. Mein Gott, dass wir mit abgezählt hätten. 10. Zack, wunderbarst. So, die 10 Euro, die werde ich, glaube ich, jetzt mal ganz kurz in meine Lebensmittel packen. Und gegen einen Zehner tauschen, weil ich jetzt dann aktuell das Kleingeld besser ausgeben kann. Weil ich möchte in den Spar-Challenges und Spiele auch da gar nicht so viel Klimpergeld haben. Dann habe ich die jetzt hier getauscht. Was sind das jetzt für 2 Euro? Hilfe! Habe ich jetzt vergessen? Oh mein Gott. Das geht ja gut los. Das geht ja gut los. So, wir gucken mal gerade. Gewöhnt euch schon mal dran. Videos von mir. Und immer eine leichte Tendenz zum Chaotismus. Oh, jetzt ja 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ja, genau. Die wollte ich unterschlagen. Machen wir natürlich nicht. Die kommen hier auch noch mit. So, jetzt aber. Mal die 10 hier in den Lebensmitteln drin und hier kommen die 20 rein. So, Silbergräber, genau. Zack. So, Stift ist wieder mal weg, da ist er. Zack. Dann schaut das doch ganz gut aus. Dann ist hier mein Klimperbehälter wieder einigermaßen leer. Und ich bin hier einmal durch. So, sehr schön. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Wochenstart.